es noch einen Zweifel gab, dass die Große Koalition am Ende ist und den Menschen nichts mehr zu bieten hat, dann ist es das Ergebnis des Rentengipfels vergangene Woche. Die Menschen haben offensichtlich von dieser Rentenpolitik tatsächlich nichts anderes, Entschuldigung, als die Absenkung ihres Niveaus und zusätzliche Altersarmut zu erwarten. Besonders ärgert mich, dass diese wirkliche Ungerechtigkeit, die Ostrentner und Rentnerinnen nach wie vor zu benachteiligen, nicht schnellstens aufgelöst wird, sondern dass die Ostdeutschen jetzt noch bis 2025 warten müssen, bis endlich die längst überfällige Ostrentenangleichung erfolgt. Ich finde, damit tritt man die Lebensleistung dieser Menschen wirklich mit Füßen. Der Haken dabei ist immer noch, dass gleichzeitig gesagt wurde, bis 2025 wird aber quasi die Höherbewertung der Rentenpunkte durch das niedrige Lohnniveau auch beseitigt. Und das ist die zweite Unverschämtheit, weil man kann es doch nicht beseitigen, solange es nicht gleiche Löhne in Ost und West gibt. Und bisher betragen die Löhne eben im Osten gerade mal 70-80% derjenigen im Westen. Sprich, man beseitigt eine Ungerechtigkeit und schafft dann die andere Ungerechtigkeit. Also da ist wirklich der Wurm drin. Auch die Erhöhung der Erwerbsminderungsrenten, die im Kern positiv zu bewerten ist, geht aber weit hinter das zurück, was nötig gewesen wäre. Wenn jetzt im Durchschnitt die Erwerbsgeminderten 50 Euro mehr erhalten, aber auch erst in ferner Zukunft, heißt es eben bei einer durchschnittlichen Erwerbsminderungsrente von 611 Euro, dass die meisten Erwerbsgeminderten nicht über die Grundsicherung rauskommen. Sprich, sie haben von den 50 Euro Erhöhung gar nichts. Also auch da hätte man deutlich mehr machen müssen. Vor allen Dingen hätte man die unsäglichen Abschläge, die durchschnittlich 76 Euro betragen, die hätte man beseitigen müssen. Dann wären die Leute wenigstens über die Grundsicherung gekommen. Was Frau Nahles sonst noch vorgeschlagen hat, was aber nicht beschlossen wurde, zeigt auch ein düsteres Bild. Sie hat gesagt, sie will die Absenkung des Rentensicherungsniveaus bei 46% stoppen. Das bedeutet aber für einen Durchschnittsstandardrentner oder Rentnerin, über die wir reden, eine Absenkung der Rente um durchschnittlich 57 Euro. Und wir haben dort schon das große Problem, dass diejenigen, die selbst Durchschnittseinkommen haben, definitiv in die Altersarmut gehen werden. Also das heißt, die Rentenabsicherung hätte dürfen nicht nur gestoppt werden, sondern im Umkehr müsste sie mindestens wieder auf 53% erhöht werden. Und damit hätten wir immer noch ein Problem nicht gelöst, dass nämlich die Menschen, die zwischen 1400 Euro brutto und 2300 brutto verdienen, definitiv unter der Grundsicherung bleiben. Und es ist eben leider so, dass ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland unter 2500 Euro brutto verdient. Also das ist eine Schande, dass die Leute, eine Verkäuferin zum Beispiel oder auch eine Erzieherin oder viele andere Menschen, die nicht mehr wie 2500 Euro haben, die können ihr ganzes Leben lang arbeiten und kommen quasi auf keine höhere Rente als eine Armutsrente. Und das ist Rentenpolitik von Frau Nahles. Also das finde ich ungeheuerlich. Ich hätte mal gesagt, dass wir von Österreich nicht viel lernen können. Aber bei der Rentenpolitik, da könnte man mal ein bisschen über die Alpen schauen. Und dort ist es so, dass in Österreich die Männer eine Durchschnittsrente haben von 1829, bei uns unter 1000 Euro. Und dass die Frauen eine Durchschnittsrente haben von 1130 Euro. Bei uns ist die deutlich unter 600 Euro. Sprich, in Österreich bekommen die Frauen, die eben auch bei uns benachteiligt sind durch die durch eine nicht ungebrochene Erwerbsbiografie, bekommen die Frauen doppelt so viel Rente wie bei uns. Und das österreichische Rentensystem ist nicht zusammengebrochen, sondern sie machen zwei Dinge anders wie bei uns. Erstens müssen dort die Arbeitgeber mehr bezahlen als die Arbeitnehmer. Das heißt, die haben Überparität. 1 Prozentpunkt zahlen dort die Arbeitgeber mehr. Wir haben nicht einmal mehr die Parität.
durch die Einführung der Riester-Rente zahlen bei uns die Beschäftigten viel mehr als die Arbeitgeber. Also wir könnten zumindest bei uns wieder die paritätische Finanzierung einführen. Damit würde die Rentenversicherung auch auf ein gutes Finanzierungsniveau gebracht. Und Sie haben dort eine Erwerbstätigenversicherung, was wir auch nicht haben. Dort zahlen eben auch die Beamten, die Politiker, die Notare und viele andere in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und deswegen können sie sich viel höhere Renten leisten wie bei uns. Also man könnte dort mal ein positives Stück abschneiden für eine Rentenreform, die diesen Namen wirklich verdient. Und wir bleiben bei unseren Vorstellungen. Wir brauchen eine armutsfeste Rente. Wenn über die Hälfte der Bevölkerung gesichert in die Armut geht, ab 2030 das Rentenalter erreicht, dann ist das für ein reiches Land unerträglich. Also eine armutsfeste Rente von 1050 Euro. Wir brauchen eine Wiederherstellung des Rentenniveaus auf 53%. Und wir brauchen eine bessere erwerbsmindernde Rente. Und wir müssen die Rente mit 67 wieder abschaffen und auf 65 Jahre gehen, weil das doch eh nichts anderes als eine Absenkung des Rentenniveaus ist. Das wären wirklich Säulen für eine Rentenreform, die diesen Namen auch verdient. Frau Nahles will offensichtlich die zunehmende Altersarmut und nicht bekämpfen und sie will auch keine lebensstandardsichernde Rente herstellen. Deswegen kündige ich euch heute schon an, dieser fadenscheinliche Kompromiss wird nicht dazu führen, dass die Rentenfrage aus dem Wahlkampf rausgehalten werden kann. Wir werden gesichert als Linke einen ganz offensiven Wahlkampf für eine lebensstandardsichernde und armutsfeste Rente machen. Und ich gehe mal davon aus, dass sich die Gewerkschaften mit dieser Regelung auch nicht abspeisen lassen, sondern dass sie ihre Rentenkampagne fortführen, weil nichts von dem, was sie gefordert haben, tatsächlich dort drin ist. Wir haben ein zweites ärgerliches Thema. Auf eine Anfrage der Linken ist heute rausgekommen, dass jeder dritte Erwerbslose insofern arm ist, dass er sich nicht einmal 4 von 9 wirklich lebenswichtigen Gütern leisten kann. Das heißt, Langzeiterwerblosigkeit ist bei uns mit Armut in hohem Ausmaße verbunden. Und es ist langsam beschämend, dass jede neue Armutsstatistik der Regierung Merkel und der Großen Koalition wirklich ein Armutszeugnis ausstellt. Und offensichtlich haben wir es mit einer schleichenden Zunahme von Armut in diesem Land zu tun. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn die Menschen, die noch nicht arm sind, Angst haben, auch in die Armut abzustürzen. Und wir haben das Problem, dass das auch noch regional völlig ungleich verteilt ist. In Berlin haben 9,4% soziale Mindestsicherung, in Bremen 18,5%. Die Armutsregionen in unserem Land sind längst nicht mehr nur im Osten, sondern sie haben sich auch auf viele Regionen im Westen ausgedehnt. Ich war jetzt in Duisburg, Marxloh ist ein sozialer Brennpunkt. Da haben die Menschen wirklich Angst, dass eine Region, die vom Stahl geprägt wird, dass dort immer noch Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut werden und sie keine Chance haben, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu finden. Da muss man doch mal eine offensive Strukturpolitik machen. Man kann doch nicht zulassen, dass ganze Regionen abgehängt werden und dort die Armut wirklich immer stärker einsickert. Außerdem macht natürlich Hartz IV, wie es heute ist, nichts anderes wie Armut per Gesetz. Und deswegen haben wir im Bundestag eingebracht, die soziale Mindestsicherung muss sofort auf 560 Euro erhöht werden. Das fordern im Übrigen in ähnlicher Größenordnung auch alle Sozialverbände, die das ausführlich berechnet haben. Und perspektivisch brauchen wir eine Mindestsicherung von 1050 Euro ohne Sanktionen, unter denen die Leute ja wirklich dauerhaft leiden. Aber wenn man an der Front strukturschwacher Regionen nichts tut, wird dieses Problem immer größer und größer. Wir hatten am Freitag in Paris bei der Europäischen Linken den Rat der Vorsitzenden. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir vom 16. bis 18. Dezember den Kongress der Europäischen Linkspartei in Deutschland. Sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir den ausrichten konnten, inner für Europa ganz sicher
einer schwierigen Situation, in einer großen Krise der Europäischen Union. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Vorsitzenden unseren Vorschlag unterstützen und Gregor Gysi als zukünftigen Präsidenten der Europäischen Linken vorgeschlagen haben. Natürlich auch mit vier weiteren Stellvertreter und Stellvertreterinnen, und es wird auch ein politisches Sekretariat eingeführt. Aber ich freue mich darauf, dass Gregor Gysi die Chance erhält, die europapolitischen Positionen der Europäischen Linken und auch der Linken hierzulande stärker in die Öffentlichkeit bringen. Und wenn wir gerade bei Europa sind, dann gestatten Sie mir noch eine kurze Anmerkung zur Wahl des konservativen Kandidaten, Präsidentschaftskandidaten in Frankreich, Fillon. Ich glaube, dass das ein ganz falscher Weg ist. Also man stellt jetzt einen Präsidentschaftskandidaten auf, der für eine knallharte neoliberale Politik steht, der weiter Personal im öffentlichen Dienst abbauen will, der die Rechte der Gewerkschaften schmälern will, der das soziale Lebensniveau weiter nach unten drückt und nichts anderes zu bieten hat, als höhere Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft herzustellen. Diese Politik ist aber gerade die Ursache dafür, dass die Rechten und dass Le Pen so einen Aufschwung hat. Man will also quasi den Teufel mit dem Belzebub austreiben, und es hat bekanntlich noch nie geklappt. Also ich befürchte hier eine schlimme Entwicklung, und da die Linke offensichtlich in Frankreich nicht in der Lage ist, einen gemeinsamen Kandidaten oder eine gemeinsame Kandidatin aufzustellen, was sehr bedauerlich ist, aber vielleicht noch geändert werden kann, wird es dann zu einem Zweikampf kommen von einem rechten Kandidaten mit einer ganz rechten Kandidatin. Das ist, glaube ich, eine ganz unglückliche Situation, und man hätte können eigentlich aus den vergangenen Jahren lernen, dass diese Konstellation nur die Rechten und Rechtspopulisten stärker macht. Wir haben hier zwar keinen richtigen Vergleich, aber wir sind doch stolz darauf, dass wir bei unserer Bundespräsidentenwahl, die natürlich nicht vergleichbar ist, doch geschafft haben, einen linken Kandidaten aufzustellen, sodass zumindest mal in der Öffentlichkeit auch ein paar Alternativen deutlich werden und man nicht quasi nur einen Einheitsbrei neoliberaler und rechter Politik zur Auswahl hat. Ja, ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen. Am 3. Dezember ist der Welttag der Menschen mit Behinderungen, und diesen Anlass möchte ich einfach dazu nutzen, um Ihnen ein bisschen was aus den Problemlagen der Menschen mit Behinderungen zu sagen. Zumal in dieser Woche eine sehr spannende Woche ansteht. Am Mittwoch gibt es nochmal eine Debatte im Bundesausschuss Arbeit und Soziales zu diesem Bundesteilhabegesetz, und am Donnerstag steht dann dazu die Entscheidung im Bundestag an. Es wird ja immer gesagt, dass das Bundesteilhabegesetz dazu gemacht ist, um wirklich mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Wir schätzen das aber so ein, dass es nicht mehr Teilhabeleistungen bringen wird, sondern das Gegenteil der Fall ist, dass es Verschlechterungen geben wird, trotz ein paar Fortschritten, zum Beispiel in Bezug auf Budget für Arbeit. Aber insgesamt ist es ein absolutes Spargesetz. Und ich habe mich sehr gefreut, dass heute Morgen im ARD-Morgenmagazin darüber berichtet wurde. Und zwar geht es um den Fall von Dirk Bergen aus Freiburg, der jetzt schon befürchten muss, dass er aufgrund von Sparmaßnahmen in ein Heim eingewiesen wird. Der Dirk Bergen ist ein Mann, der seit 34 Jahren mit persönlicher Assistenz lebt. Er braucht die rund um die Uhr. Und seit seine Lebensgefährtin gestorben ist, wird einfach von der Kommune, vom Sozialamt Druck auf ihn ausgeübt, weil die Kosten für seine Assistenz zu hoch sind, und ihm wird angeraten, in ein Heim zu gehen. Das ist kein Einzelfall. Insgesamt, wie gesagt, das Bundesteilhabegesetz lässt vermuten, dass es Verschlechterungen geben wird. Ich will mal vier Forderungen auch von uns, von Seiten der Linken und insbesondere von der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte Behindertenpolitik zu benennen. Da geht es einmal darum, dass die Zugangsvoraussetzungen für Eingliederungshilfe eingeschränkt werden. Man muss in Zukunft mindestens in 5 Teilbereichen nachweisen, dass man dort Bedarf hat, statt in 5 von 9 Zugangsberechtigungen.
dann geht es darum, dass Eingliederungshilfe in Zukunft nachrangig behandelt werden soll vor Pflegeleistungen. Das ist auch ein Zustand, der einfach viele Menschen dazu verdammen wird, dass sie keine wirkliche Teilhabe am Leben mehr haben werden, sondern dass sie zu Hause sein werden oder gegebenenfalls auch in ein Heim müssen. Ja, besonders prekär ist es eben, wie bereits gesagt, beim persönlichen Budget. Das wird sich auch widerspiegeln im Pflegestärkungsgesetz 3, was ja auch in dieser Woche zur Entscheidung ansteht. Und das haben Sie sicherlich alle gehört, die Frage Zwangspoolen. In Zukunft sollen Leistungen, Assistenzleistungen für schwerbehinderte Menschen, die sollen geteilt werden, sodass sie nicht mehr wirklich selbstbestimmt darüber entscheiden können, ja, was für sie gut ist. Und das steht für uns im Gegensatz, im krassen Gegensatz zur UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland ja bereits im Jahre 2009 unterzeichnet hat. Und trotz allem, es sind jetzt 7 Jahre her, gibt es eben starke strukturelle Zugangsbeschränkungen. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, Arbeit für Menschen mit Behinderung, es ist so, dass die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung doppelt so hoch ist wie bei Menschen ohne Behinderung. Sie liegt bei 14%. All diese Sachen, es gibt zu wenig Barrierefreiheit, sodass Wohnen schwierig ist und diese ganzen Sachen.